Wie geil bist du denn? Digga! Sag der Junge! Heute ist Freitag! Halbe Stunde! Debajo, tengo el difunto. Me voy a acercar. Solo como no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Eigentlich echt schlimm. Du wusstest ganz genau. Der Junge wird jetzt richtig Ärger bekommen. Schon dritte Staffel. Wir hatten so viele verrückte Gäste, so viele verschiedene Gäste. Welche war denn eure Lieblingsepisode? Ich bin sehr gespannt. Schreibt es hier in die Kommentare. Moin zusammen, mein Name ist Johannes Oerding, 40 Jahre alt, Popsänger. Und ich bin heute in Nico Santos Karaoke Box. Nico Santos weiß aber nicht, dass ich heute komme. Drei Tipps für Karaoke. Man muss betrunken sein, man darf nicht richtig singen. Deshalb darf ich eigentlich auch nie Karaoke singen. Und man braucht immer ein paar gute Freunde im Publikum, die einen richtig anheizen. Alright, es geht wieder los. Wir sind wieder back. Dieser Gast oder Gästin hat einen Song mitgebracht und ich bin gespannt, welcher das ist, ob ich den kann. Okay, Song ab. Oh. Einer meiner absoluten Lieblingssongs. Beauty Queen of only 18, she has some troubles with herself. He was always there to help her. She always belonged to someone else. I drove for miles and miles and wound up at your door. I've had you so many times, but somehow I want more. I don't mind spending out on the corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile. Die singt so gut mit dem Ton. Ask her if she wants to stay a while, and she will be loved, and she will. Ich errat's aber nicht. Tap on my window. Das ist zu schwer. Komm, wir machen runter. Ich bin so gespannt. Digga! Wie geil bist du denn? Geil! Butterflies is compromise, it moves us alone. Yeah, my heart is stolen, my door's always open. You come anytime you want. I don't mind spending every day out on a corner in the pouring rain. Oh, look for the girl with a broken smile and ask her if she wants to stay a while. And she will be loved. And she will. So krass. Ah. Wie geil. Wie geht's dir? Ich bin aufgeregt, muss ich sagen. Ich bin auch aufgeregt. Jetzt, wo du da bist, Pudi, das ist einfach so geil. Du hast einfach die glasklarste, höchste Stimme, die ich einfach kenne. Von all meinen Kumpels. Krass, du hast auch voll die ähnliche Range. Ich hab sie ein bisschen verstellt. Ich habe ein bisschen verstellt, weil ich dachte, es wäre zu einfach, wenn ich jetzt. 100%! Und ich war so, komm, ich
ich kann es mir vorstellen und dachte auch, könnte auch eine Frau sein, die ihre Stimme verstellt tiefer. Oh ja. Weißt du, nee, aber weißt du, was ich meine? Die ist Elif. Ja. Die hat die ganze Zeit so gesungen am Anfang und ich so, keine Ahnung, wer das ist. Ja, so. War geil. Und das ist, ey, richtig nice. Schönes Ding. Ja. Genau. I don't mind spending every day out on the corner in the pouring rain. Look for the girl with the broken smile. Ask her if she wants to stay a while, and she will be loved, and she will be loved, and she will be loved, and she will be loved. Oh, das kann man mit ihm so schön machen. Ich finde das so geil. Gib ein Klavier und mir Nico Santos, ich könnte den ganzen Abend, den ganzen Tag, das ganze Wochenende singen. Oder eine Gitarre an Johannes und oder wir singen so die ganze Zeit Aventura. Ja. Oder? Mann, Woody, wie geht's dir? Wo bist du gerade die ganze Zeit? Ich bin, pass auf. Promo. Gib zu, ich bin auch ein kleines bisschen angeheitert. Warum? Ich habe Platz 1. Gerade eben. Dann warte mal ganz kurz. Jetzt dürfen wir fummeln. Scheiß drauf. Ja. Brudi, vom ganzen Herzen sowas von verdient, Alter. Ich freue mich so krass. Wie fehlt das Nummer 1? Zweites. Dicker! Sorg der Junge! Nummer 1! Dankeschön, vielen Dank. Deshalb bin ich auch ein bisschen aufgeregt. Heute ist Freitag. Ja. Du weißt es wahrscheinlich seit 3-4 Stunden. Halbe Stunde. Halbe Stunde, weißt du, dass du Nummer 1 bist? Brudi, das ist so eine krasse Sache, in Deutschland Nummer 1 in Albumchart zu sein. Danke dir. Hast du mehr als verdient. Ich danke dir von Herzen. Geil, Alter. Plan A. Wenn ihr es noch nicht habt, macht, dass er nochmal auf 1 geht die nächste Woche. Also holt euch das Ding. Ja, küsse deine Ohrläppchen. Sehr, sehr gerne. Es hat gerade geblinkt. Das heißt, wir haben beide Moderationskarten mit Fragen. Du hast dir natürlich ganz lange überlegt, diese Frage, die du mir Fragen stellst. Okay, pass auf, Nico. Wenn du die Wahl hättest, welche oder welcher Musiker, Musikerin, Dead or Alive, sollte mit zu Sing meinen Song kommen? Dead or Alive ist natürlich klar, wenn ich den nehme. Ja? Michael, aber wenn ich jetzt Alive ist ein bisschen international, würde ich sagen Stevie Wonder. Und wenn ich sagen würde Deutschland, der noch nie dabei war. Jetzt kommt's. Herbert. Ja, Herbert Grönemeyer. Das hätte was. Ich würde Pink gerne nochmal da sehen. Die mag ich ja. Wie unfassbar, ja. Geil. Okay, ich habe eine Frage an dich. Bist du eher ein Moderator, der gerne musiziert oder ein Musiker, der gerne moderiert? Also natürlich Letzteres. Ja. Man ist ja da auch irgendwie ein Stück weit reingeraten. Ja. So, aber moderieren würde ich das auch gar nicht nennen. Ich glaube, es ist ja wirklich dieses Gastgebersein bei Sing Mein Song. Das ist so, einer muss so ein bisschen einen roten Faden in der Hand haben und ab und zu mal hier und da was reinschmeißen. Im Grunde genommen läuft das Ding ja von selber. Deshalb, ich will alles andere sein als ein Moderator. Wie so ein überforderter Klassenlehrer, der immer so, hör doch mal auf, jetzt geht doch mal von der Fensterbank da runter. Hallo. Muss das sein mit der Kreide? Das Nico, hör doch auf, das ist schon dein 8er-Drink. Kannst du jetzt auch mal wirklich, gib dem Jungen mal Wasser. Du hast noch einen anderen Song mitgebracht. Natürlich, dir zu Ehren habe ich noch einen mitgebracht. Es Geil. Gibt ungefähr 3 Songs, die wir beide gerne singen in der Garderobe und das ist einer davon. Pass auf. Okay, ich bin gespannt. Geil! Okay. Geil! Lauter rein. Dicker, nice, ja, Mann. Una po' pobre feo, home parlando. Ayo! Ayo, puta, Alter, krass. Also, ja. Haben die Deutschen nicht gepeilt, dass sagt im Intro, wa? Yo, puta! Tengo una camisa nera, oh mi amor está de luto. Ay, tengo en alma una pena y es por culpa de tu embrujo. Ay, sé que tú ya no me quieres y es lo que más me hiere. Que tengo una camisa nera y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé. Y fue burra tu dita, tu mentira, que maldita, mala la suerte mía, que cada día te encontré. Por beber el veneno, malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré ese humor amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste yo soy. Tengo una camisa negra, porque negro tengo el alma. Yo por ti partí la calma y casi perdí hasta mi cama. Cama, cama, come on baby, te digo, te disimulo. Que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. ¡Eka! ¡Vámonos!
Hermanos, el Johannes Ording aquí. El Johannes Ording. Johannes Ording, por favor. Bei The Voice im Backstage. Das Geile war immer, langer Gang, alle Türen zu, außer die von Johannes. Ist entweder ultralaute Musik mit Tequila. Warum, kann man sich vielleicht denken. Und dann, richtig geil, immer er, der Akustikgitarre, und jeder konnte joinen, wenn er Bock hatte. Das war immer so ein bisschen der Rattenfänger von Havel. Du musst nur Gitarre spielen und du weißt, eine Minute später wird Nico Santos reingehen. Was ist hier los? Was ist hier los? Habe ich eine Gitarre gehört? Hallo, hallo, hallo? Buddy, von ganzem Herzen vielen Dank, dass du dabei warst. Ich habe mich richtig krass gefreut gerade eben. Dir. Hast du irgendwelche Konzerte? Digga, du, klar, nächstes Jahr hast du 38.000 Konzerte wahrscheinlich. Scheiß drauf, es geht alles weiter, du weißt. Nee, ja. Wie viele hast du? Erstmal nur eine Tour mit, glaube ich, 20, 25 Konzerten und dann gucken wir, was kommt. Holt euch Tickets. Gibt es überhaupt noch Tickets? Ein paar wenige. Ein paar wenige. Holt euch diese ein paar wenigen Tickets. Leute, ich freue mich mega, mega krass. Wir sehen uns jetzt gleich draußen. Danke, geiles ciao, Format. Ciao. Macht's gut. Ciao, ciao. Yes! Ui. Und guck, Johannes macht richtig. Der ist der Einzige mit dem Bier hier. Alle mit dem Wasser und er ist mit dem Bier hier. Holt euch sein Album. Alle Singles. Folgt ihm auf Instagram. Folgt ihm auf TikTok. Super. Und das gleiche auch bei ihm, ne? So. Genau das gleiche. So. Ciao, ciao. Ciao. Also ich bin Clarissa, ich bin Nicos Schwester. Ich bin so happy, dass ich endlich hier bin. Ich war ja jetzt in Hamburg auf einer Messe und habe da gearbeitet. Ich habe nichts gesagt. Ich habe Mama und Papa gesagt, ich bin auf Mallorca und sonst einfach gar nichts sagen. Er hat mir vor 3 Tagen noch geschrieben, wie es mir geht und ob ich kurz zu so einem Shop gehen kann. Und ich so, ja, ich gehe mal morgen hin. Da war ich in Hamburg. In der Box drin. In dieser Box da hinten ist eine Person, die ich vielleicht kenne ich die nicht. Und ich weiß es noch nicht. Und diese Person hat einen geilen Song mitgebracht, hoffentlich. Ich bin gespannt. Song ab. Alter. King Song. Ei. Fossi. Fossi. Oh no. Oh no. Okay, Spanisch. Let's go. Sí. Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. Vi que tu mirada ya estaba llamándome. Muéstrame el camino que ya voy. Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Nein. Solo con pensarlo se acelera el pulso. ¿Está gustando? Ya me está gustando más de lo normal. Todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Para que te acuerdas si no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte besos despacito. Firma las paredes de tu laberinto. Endlich, ja, ne? Tu manuscrito. Si te pido un beso, méndamelo. No sé qué estás pensando. Llevo tiempo intentando. Mami, esto está mirando. Sabes que tu corazón conmigo te hace bam, bam. Sabes que esa beba está buscando de mi bam, bam. Boca para ver cómo me sabe. Quiero ver cómo te mola a ti te cabe. Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje. Empezamos lento, después salvaje. Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Y es un rompecabezas. Pero para montarlo aquí tengo la pieza. Oye, despacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Hasta que las olas griten ay bendito. Para que mi sello se quede contigo. ¡Báilalo! Pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Tu lugar de favorito, 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 pasito a pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito a poquito. Ahora, ¡Bossi! Y que me des tu apellido. Despacito. ¡Vamos! Oh, ich hab mich so gefreut. Du dachtest so, wer kann das sein?
Mit Despacito. Ich war so, okay, Despacito. Ich so, wer kann in Deutschland Spanisch außer Alvaro? Okay, und dann, war schon. Dann, oh, okay, eine Frauenstimme. Ich war so, Clarissa? Und okay, dann haben wir gleich so, aber Clarissa, aber ich dachte so, aber man kommt halt nicht drauf, ne? Du wusstest gar nicht. Du musst arbeiten, dachte ich. Ich war in Hamburg arbeiten. Ich hatte eine Messe in Hamburg und bin direkt, gestern hatte so ein Stau, es war so schlimm gestern. Hast du mir nicht erzählt? Und gestern musste ich es Eileen sagen. Keiner wusste es. Und heute ist live bei dir. Ich habe schon alles dabei für Pyjama bei dir. Wir machen Masken und alles. Schön, ey. Ich liebe GoGoBox, weil die machen, dass ich wieder Leute sehe, die ich so lange nicht gesehen habe. Fun Facts hier. Wissen voll viele nicht. Erstmal für alle Die-Hard-Fans. El es Perfecta, der allererste, den ich jemals auf YouTube rausgemacht habe. Clarissa hat damit geschrieben. Wir hätten den fast gesungen. War einer von den Songs, den ich fast mitgenommen hätte. Nein. Ja, aber ich dachte, meinst du? Ja, wäre schon geil gewesen, aber dann hättest du es, glaube ich, direkt gewusst, oder? Ja, dann hättest du sofort gewusst. Und bei Home war Clarissa, also wir haben uns eine Zimmerwohnung haben wir uns quasi da geteilt in der Zeit. Und immer, wenn ich aufnehmen musste, habe ich zu Clarissa gesagt, pst, du musst ganz kurz, Zwei Uhr morgens. Ich weiß noch, das war Nacht. Manchmal bist du nachts aufgewacht, so ich war auf dem aufgeblasenen Bett, so eine aufgeblasene, Luftmatratze. Luftmatratze, ja. Da war ich in einer Zimmerwohnung und wollte eigentlich schlafen und Nico so um 1 Uhr morgens, Clarissa, ich habe diese Melodie im Kopf. Der hat immer Kopfstimme kurz gesungen. Und dann hast du es aufgenommen und ich dachte so, ey, cool. Nico, der Song ist geil. Und dann bist du einmal 3 Uhr morgens bist du nach Hause gekommen und hast gesagt, geiles Video, Clarissa. Dein erstes Video, Home. Stimmt, Home. Krass. Komm, Clarissa? Ja, ich habe noch einen Song. Du weißt, warum ich hier bin, ne? Für Alice Perfecta. Ah, bueno, venga, vale. Bueno. Siéntate. Escucha lo que debo ya decir, sabes. Te tengo aquí, me haces sentir como nadie. Yeah. Tu cara es una maravilla, me da vida. Y mírame bien, en ti no hay nada que tengas que esconder. Tu sonrisa, mi sonrisa, y mírame bien. En tus ojos yo me pierdo, yo te amo. Tú eres perfecta, no hay nada que tengas que cambiar. Y ahora gracias a tus labios yo quiero más, no me importan las demás. Solo tú, solo tú. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Clarissa, es hat ja geblinkt, ja? Ja, okay. Okay, du hast erstes. Nee, du hast erstes. Also, von was träumst du aktuell häufig? Von was ich träume? Uff, me lo imagino. Krass! Heute weiß ich noch ganz genau. Ich war in unserer alten Schule im Insti. Instituto Beninat, das ist quasi weiterführende Schule, Abi, es gibt es halt nicht, so da wo wir es hatten, so quasi. Nur, es sah irgendwie moderner aus, mit den gleichen Lehrern. Es war heute voll wirr, weil alle meine Freunde, Stroud, Chavo, so random Leute, die ich ja Jahre nicht mehr gesehen habe, wir waren alle in der gleichen Klasse, aber wir waren so alt, wie wir jetzt sind. Mit 29. Da muss ich wahrscheinlich genauso aus wie Stroud. Ja, wahrscheinlich auch. Also, es war so, so random. Und ja? Ich habe eine richtige, wichtige Frage an dich. Was war der lächerlichste Streit, den wir je hatten? Ach du Scheiße. Wir streiten uns wegen jeder Quatschkleinigkeit. Aber lustig ist, ich fange immer an zu heulen. Ich weine immer. 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 Also fast nie nicht. Mehr. Aber ich weine oft. Also ich bin ein Mensch, der. Du weinst gerne auch, wenn du weint. Glücklich bist, du weinst auch, wenn du. Ich habe gerade geweint, glaube ich. Ja. Als ich dich gesehen habe, ich dachte, ich heul. Clarissa war immer so, wenn Clarissa mich so geärgert hat oder so, dann. Ich war, weiß nicht, 6 oder 7 und dann hat man so kleine. Oh, kurz getreten, so gegen Schienbein. Und sie so, aua. Und dann hat sie gemerkt, jetzt weine. Dich werde ich jetzt fertig machen. Mama, es tut so schlimm. Weh. Und eigentlich echt schlimm. Du wusstest ganz genau. Der Junge wird jetzt richtig Ärger bekommen. Das ist so geil. Das ist so schön, dass du da bist. Ich bin so happy. Ich habe richtig lang drüber nachgedacht, Nico. Ich habe Felix so mit Messages bombardiert. Der arme Felix. Und was du immer sagst, schreib mal nicht 5 Texte so unterschiedlich, sondern einmal einen ganzen Text habe ich nicht. Ich habe gesagt, Felix, oder lieber den. Oder den. Also einen englischen, den wir Weihnachten gesungen haben. Du weißt es direkt. Ist geil. Oh. Kann ich auch nicht viel falsch machen. Ist auch ein geiler Typ. Den jungen Mann habe ich letzte Woche noch gesehen und habe ihm das Video auch gezeigt. Nein. Mhm. Vamos, esto va para ti. Ja. Geil. Komm, ich komme zu dir. Okay. Ich bin ja nur hierhin, um Klavier zu spielen. Hit it. Hit it with the drums. Vamos. There goes my heart.
repeating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Jetzt noch mit Mama und Papa hier. Ja. Ciao. Mama wollte fast mit, ne? Aber? Mama hat gesagt, Clarissa, jetzt bist du 26, du musst auch mal alleine fliegen. So schön, schön, dass du da bist. Leute, das war's. Also, das war die Folge mit meiner Schwester Clarissa, dem Quatschkopf hier. Und die hat sich leider viel zu gut vorbereitet. Ja, ehrlich gesagt, ja. Und auch nochmal, vielen, vielen Dank an Teufel, die das hier alles mega, mega geil unterstützen. Wir haben hier diese Box, die immer die geile Musik macht. Und Clarissa, sag mal ganz kurz, von wo hast du die? Von Felix, weil ich habe keine. Ich habe meine verloren, das waren die typischen vom iPhone. Ich darf dir welche schenken. Willst du welche haben? Ja. Du hast gar keine mehr? Nein. Dann ging es dir genau wie mir. Sind nein, weiße, die gibt es erst seit Dienstag. Ich brauche die so sehr für die Arbeit. Wow. Nice. Guck mal, so macht man Leute happy. Komm, jetzt zeige einfach mal unsere Segel an. Aber auch die In-Ears, die so geil aussehen. Vielen, vielen Dank, wirklich.